Ja, hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück im Star Citizen Let's Play. Naja, nicht so ganz, es ist nicht das ganz normale Let's Play, was wir sonst so machen, sondern es ist ein bisschen was Besonderes und ich dachte mir, es ist glaube ich ganz cool, dass wir das hier auch als Let's Play einmal reinbringen. Und zwar geht es darum, mit nur dem frischen Startcharakter, mit ein bisschen Start-Equipment, Start-Geld und so weiter, einfach 1 Million Alpha-UEC zu erspielen. Und zwar ohne, dass man jetzt irgendwie etwas, was overpowered gerade ist, durchgrindet. Das war mir wichtig, dass man jetzt nicht nur dasselbe macht hier stundenlang, sondern ein bisschen Vielfalt zeigt, verschiedene Möglichkeiten zeigt. Dann könnt ihr euch ein bisschen aussuchen, was euch gut gefällt, was ihr machen wollt. Aber doch das Ganze in einer möglichst vernünftigen Zeit, so an, ja ich sag mal, an einem Wochenende vielleicht hinzukriegen, die 1 Million, denn wenn man 1 Million hat oder 1,2 Millionen, dann kann man sich eine Vulture kaufen und dann hat man ja keine Geldsorgen mehr, weil man ja quasi unbegrenzt salvagen könnte. Und das war so die Idee des Ganzen. Das heißt, ich fange jetzt hier an mit dem normalen Let's Play-Charakter. Der hat ein bisschen kostenloses Equipment von irgendwelchen Weihnachtsgeschichten und Kalender und Co. Und der hat noch ein bisschen Restzeug von vorher, weil nicht gewiped wurde. Ich habe aber keinen Ruf bei irgendwelchen Fraktionen. Wir kommen auch komplett ohne Fraktionsruf hier aus. Ganz, ganz wichtig. Ihr braucht also nichts. Wir haben als Startschiff eine Aurora MR, weil die sich ganz gut macht. Und wir werden auch nichts tricksen. Also das heißt, ich werde das, also ihr könnt das, was ich hier mache, 1:1 genauso nachmachen, ohne Probleme und braucht nichts vorzubereiten, ihr braucht nichts anderes groß irgendwie zu kennen oder zu wissen. Alles, was ihr braucht, seht ihr in den Videos. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das sind, wir schauen mal, aber genau, das ist so der Plan. Ich habe ein bisschen bessere Rüstung, das seht ihr gleich, oder seht ihr jetzt hier schon, das ist aber egal. Also normalerweise macht man das Tutorial, das bringt 15.000 Alpha-UEC, man hat 20.000 Basis-Startgeld und 5.000 über ein Referral, also man hat so 40.000 ungefähr Alpha-UEC für den Start. Das, ich fange jetzt glaube ich mit 32.000 an, ist also quasi dasselbe. Und die Rüstung ist nicht der Rede wert. Man kann sich einfach auch irgendwas anderes anziehen. Wir brauchen das eh nicht wirklich. Aber das seht ihr gleich alles während diesen Folgen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Bin sehr gespannt auf eure Kommentare und wie das Ganze bei euch ankommt. Und ob wir sowas dann in Zukunft nochmal machen, auf eine andere Art. Oder ob wir dann weitermachen mit dem Let's Play-Charakter. Also quasi am Ende von der Million dann das Let's Play normal fortführen oder nicht. Das weiß ich noch nicht genau. Das kommt ein bisschen auf die Zeit drauf an. Ihr wisst ja, wie es ist. Aber ich freue mich, dass wir hier auf die Weise ein paar schöne Let's Play-Folgen haben. Und ich würde sagen, ich gebe hier ab an den Vergangenheitsknebel und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, okay. Dann wollen wir uns mal die Aurora holen. Ich habe schon so einen kleinen Plan mir zurechtgelegt. Ich weiß natürlich nie vorher, ob das so aufgeht. Aber wenn der Plan aufgeht, dann dürfte es recht gut funktionieren. Mal schauen. Ich bin gespannt. Sehr, sehr gespannt. Dankeschön, Wolfins, für ein Follow. Wie funktioniert die Versicherung? Ich habe das Schiff dann nur 6 Monate. Nein, die Versicherung ist aktuell vollkommen egal. Die Versicherung spielt keine Rolle. Die ist unbegrenzt momentan. Die läuft auch erst dann los, wenn das Spiel fertig und released ist, richtig. Also komplett fertig. Bis dahin brauchst du dir keine Sorgen machen um deine Versicherung. Hallo, ich bin Satzschnecke. Ja, und wenn dann das Spiel fertig ist und die Versicherung losgeht, dann verlierst du quasi mit jedem Tag, in dem du einloggst, jeweils immer maximal 1 24-Stunden-Token. Also quasi, wenn du jetzt 2 Wochen lang nicht spielst, verlierst du keine Versicherungstage. Wenn du jetzt aber jeden Tag spielst, jeden Tag einmal 24 Stunden. Und du kannst die Versicherung im Spiel jederzeit für Ingame-Geld verlängern. Das ist gar kein Problem. Genau, das Ziel ist jetzt, auf 1 Million zu kommen. Also 1 Million würde ja reichen für eine Vulture. So ungefähr jedenfalls. Und deswegen, das Ziel wäre es, 1 Million zu bekommen, roundabout. Und dann hättest du ja automatisch, dank der Vulture, nie wieder Geld sorgen. Das heißt, in dem Moment, wo man die Vulture hat, ist es sowieso egal, was Geld betrifft. Ist halt so. Momentan jedenfalls. Ich gebe es ja ehrlich, wie lange warst du nicht mehr in der Aurora? Ah, gute Frage, schon länger nicht mehr. Schon eine ganze Weile. Euros Ziel ist die Gladius, aber die kostet ja weniger, oder? Was kosten die?
So, meine Startlocation war hier übrigens Lorville, einfach aus Spaß, einfach so, weil die halt mittig ist und wenn ich sterbe, dann komme ich überall schnell hin, das war so der Gedanke. Ich könnte natürlich auch woanders hin, aber ja. So, mein erstes Ziel wird jetzt Microtech sein. So, fresh as ice, moin. Wir hatten auch im Stream einen, der behauptet, dass alle Trading Card Games rechtlich möglicherweise illegal wären. Hat es SCG dann ebenfalls in den Topf geworfen, aber nie erklärt, wieso es sein. Ja. Nehmt das nicht zu ernst. Das ist ja auch keine. Das ist auch keine Kritik auf Augenhöhe. Wenn irgendwer kommt und irgendwelchen Müll erzählt, dann ist das auch keine Kritik. Dann ist es einfach Müll. Muss man einfach ganz klar sagen. Ja. Kartenspiele sind rechtlich vollkommen in Ordnung, nach aktuellem Stand. Und die Sache ist die, ich find's immer geil, wenn Leute sich dann so aufspielen, als würden sie Anwälte sein und sich übelst gut auskennen, besser als Richter und Co. Weiß ich nicht. Man muss es ja nicht mögen, ne? Ich habe hier ganz auch gesagt, man muss ja Kartenspiele nicht mögen. Man muss auch Grading von Karten nicht mögen. Hey, alles cool. Es gibt auch Sachen, die ich nicht mag. Ich mag zum Beispiel Red Shadow Legends nicht. Trotzdem ist es rechtlich gesehen in Ordnung. Ja, so. Das ist halt, ist ja okay. Also jeder soll halt machen, wie er mag. Aber irgendwelchen Müll erzählen bringt ja auch nichts. Euro hat in Horizon angefangen. Okay. Kartenspiele sind halt wie Casino, kann man machen, muss man nicht mögen, nur leben lassen. Das ist ein Ding, was ich auch bei Kartenspielen kritisch sehe, nämlich die Tatsache, dass es quasi Pay-to-Win ist und dass es über Lootbox-Systeme funktioniert, über diese Booster-Packs. Aber das kann man in jedem Falle nicht dem Squadrons-Kartenspiel Stand heute vorwerfen. Es gibt keine Booster-Packs zu kaufen, es gibt gar keine Karten zu kaufen. Du kannst nur Karten gewinnen und zwar ohne Kosten. So. Ne? Was andere Kartenspiele betrifft, ist das richtig und das gehört halt dazu und es wäre wahrscheinlich auch, ich weiß gar nicht, wie das bei Squadrons, wenn das irgendwann kommt, mal wäre. Aber so funktionieren halt Kartenspiele. Erster Kommentar, in Germany we say Geschichten aus dem Polanerkarten. Means you're writing nonsense. Ja. Das ist momentan so, wird aber das aber immer so bleiben. Wie gesagt, Rethio, ich weiß es nicht und es ist auch nicht mein Kartenspiel. Aber Fakt ist, bei Kartenspielen sind diese Booster-Pack-Geschichten normal und es ist tatsächlich in der Kartenspiel-Community auch tatsächlich beliebt. Die Leute lieben es, Booster-Packs zu öffnen und diesen Überraschungsmoment zu haben, wenn mal was Geiles drin ist. Das würde jeder, der Kartenspiel-Fan ist, eigentlich auch bestätigen. Das macht es ja auch erst interessant. Und für alle, die das nicht mögen, gibt es Webseiten, da kann man sich jede Karte kaufen. Jede, von jedem Kartenspiel. Die gibt es dort für Centbeträge. Also man muss gar nicht zwingend Booster-Packs kaufen und öffnen. Du kannst die Karten auch einzeln dir direkt kaufen. Von den Leuten, die sie zu viel haben und nicht brauchen. Von daher. Das Wichtigste ist ja wohl der Geruch beim Öffnen der Booster-Packung. Ja, frische Tinte. Schnüffel, schnüffel. Rayham, danke für den 15 Monat mit Prime. So, und Dankeschön Konsensus für 18 Monate auf Schweins. Am Sonntag ist immer der würdige Abschluss einer Star-Season-Woche. Ich freue mich jedes Mal drauf. Bitte weiter so. Aber immer noch. Immer gerne. So, während wir hier gerade im Quantendrive sind, ich öffne jetzt das Giveaway für die gegradete Karte. Wichtig! Für dieses braucht ihr keine Stars. Jeder kann sich nur ein Ticket kaufen und es wird nicht hier im Stream angezeigt, weil das halt nicht geht. Das läuft über Streamlabs, damit es parallel laufen kann zu der Zeus. Ne? Ich mache das jetzt an. Zack. Und ihr müsst nur eines tun. Ihr schreibt in den Chat Ausrufezeichen Squadrons. Dann seid ihr mit dabei. Ja, das war's auch schon. Ich zeig's euch mal kurz hier. Einfach aus welchen Squadrons und dann seid ihr alle im Topf drin.
Ne? Das ist diese Special Graded Squadrons Card, die F8 Lightning. Das ist die von dem Bar Citizen. Also da, die ist quasi in dieser Plaste drin, oben das goldene Emblem drauf. Ich habe vergessen, was draufsteht. Aber ne, das ist da, wovon es nur 80 Stück gibt. Also sehr, sehr selten. Wer Bock drauf hat, gerne mitmachen. Läuft ab jetzt. Parallel zu unserer Zeus. Ne? Bei der Zeus, wie gesagt, da könnt ihr euch bis zu 10 Tickets holen. Macht da gerne auch noch mit. Die wird heute auch rausgehen. Geht heute alles raus. Und ich mache euch auch ebenfalls danach noch die Karten an, die 150 Stück. Zwischendurch mal. Müssen wir da mal wechseln. Aber erstmal lasse ich jetzt die Zeus laufen. Und dann wird heute alles rausgehen. Die Zeus, die 150 Karten und die gegradete Karte. Haben wir extra so gemacht, damit auch die Leute, die gestern keine Zeit hatten, heute nochmal eine Chance haben mitzumachen bei den ganzen Kram. So. Genau, diese Squadrons-Karte, diese gegradete, könnt ihr auch nicht über einen Link euch holen. Das muss jetzt über den Chat sein. Das geht jetzt mal nicht anders, weil das halt, naja, über Streamlabs läuft. Aber das sollte ganz gut klappen, hoffe ich. Wie lief Freitag Siege of Orison? Du meinst gestern, Flyman? Das lief gestern sehr, sehr gut. Wir haben es gestern zweimal gespielt, war fantastisch. Eigentlich, ich würde sagen, bugfrei. So, erster Zwischenstopp, Microtech. Und mit ein bisschen Glück können wir uns gleich mal ordentlich pushen. Mal sehen. So, wo wollen wir denn hin? Wir wollen gerne dahin. Dankeschön, Royal Flush, für den 32. Monat mit Prime. Crispinus ist ein Ehrenmann, großes Lob und schöne Grüße. Dankeschön. Das geht mal gerne weiter. Crispinus ist auch, glaube ich, da, ne? Geht's dir gut, Crispinus? Habt ihr alles überstanden? Und Dankeschön, Kennex, für den Prime-Sub. Willkommen an Bord. Genau, das ist die Captain Price-Karte. Richtig. Das ist eine gegradete Captain Price-Karte. So, und Kenny, Dankeschön für den Prime-Sub. Auch dir willkommen an Bord. Vielen, vielen Dank. Ne, also quasi diese gegradete Captain Price, diese F8 Lightning. Hab dir ein Bild geschickt. Ach ja, perfekt, da haben wir sogar ein Bild. Dankeschön. Und du warst ja dort, ne? Hier, das ist die Karte, so sieht's da aus. Das ist die, die ihr jetzt gewinnen könnt. Letzter Glitzer. Und eben dann Special Edition, weil das eben für das Squadrons Turnier ist. Ne, sehr, sehr schick. Ich mag das generell. Diese Grading-Karten haben ja alle so ein Emblem, was oben auf der Karte oder eben seitlich angebracht ist. Und die von Goldstandard Grading haben halt ein goldenes Emblem. Das gefällt mir optisch natürlich sehr, sehr gut. Es gibt auch andere, es gibt welche, die sind silbern. Es gibt auch manche, die haben nur so einen rot-weißen Aufkleber. Das ist nicht so schick. Wäre auch cool, wenn alle mich eingeschlossen, die schon in den früheren Streams eine Polaris gewonnen haben, nicht mehr teilnehmen. Man bekommt eh nur eine. Das stimmt. Aber das ist ja jetzt nicht die Polaris. Das ist jetzt die gegradete Karte. So, da ist eine Starfighter Inferno, okay. Mal schauen mal. Da ist noch was, oder? 300i haben wir noch unten stehen, das sind aber hoffentlich alles alte Schiffe. Ansonsten eine Cutlass oder irgendwas anderes haben wir hier nicht, ne? Alter Hammerhead. Ich schieß die mal kaputt, sicherheitshalber. Um zu testen, ob ich jetzt hier Crime bekomme, weißt du? Und was piept hier beim Schiff? Was piept denn hier? Ah, wegen Überhitzen wahrscheinlich. Diese kleinen Popelwaffen. Dip, 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 dip.
Es ist eigentlich nur ein Test, ob irgendwer da ist. Weil wenn das Schiff noch irgendjemandem gehört, würde ich das Crime bekommen, wenn ich es zerstöre. Okay, gab keinen Crime. Was ist mit dem Schiff? Das ist eh schon kaputt. Okay, das gab Crime. Aber das war jetzt automatischer Crime, weil ich es zerstört habe, ne? Stimmt. Ja, okay, das ist aber nicht so schlimm. Das ist kein Problem. NPCs sind auch am Start. Alles klar. Dann werden wir mal das Gas geben. Gas, 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 Gas. Park jetzt mal ganz feist direkt hier. Ja, ich habe vergessen, wenn du das Schiff zerstörst, kriegst du automatisch einen Crime. So. Jetzt hier aussteigen. Ah, ich habe was vergessen. Warte. Was Wichtiges vergessen, und zwar brauche ich noch Call to Arms. So, dann wollen wir mal. Müssen halt so schnell sein, gucken, ob es klappt. Drückt mal eure Daumen. Dann rollt die Knebel-Community auf dem Subreddit ein und stellt so einiges richtig. Ich bin stolz auf euch, Leute. Das ist nett, aber denkt immer daran, schön höflich sein. Ne? Also bitte niemanden angreifen oder so. Das ist echt wichtig. Also nicht auf das Niveau herabgeben oder so. So, dann können wir nämlich direkt hier 500 Attacken für jeden, den wir killen. Von den feindlichen NPCs. Und dann autorisieren. Haben wir. Jetzt renne ich rüber. Ist ja niemand, bleibt alle sachlich. Genau, das ist mir auch wichtig, dass wir als Community immer sachlich bleiben, soweit es halt möglich ist. Manchmal ist es schwierig, auch für mich, aber halt einfach Fake-Aussagen richtig stellen, das ist okay. Den haben wir. Ich muss es hier echt aufpassen. War auch. Ja, Nachladebug. So. Mal noch mehr hier. Ah! Nachladen. Haben wir auch. Mehr sehe ich jetzt hier erstmal nicht. Dann gehe ich jetzt hier runter. Ich renne einfach, da müsste es passen. Machen wir schnell. 12 Schuss habe ich noch drin, alles klar. Ach. Schnell, 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 schnell. Ich weiß nicht, ob hinter mir noch einer ist. Diese Animationen sind so lang. Oh nein! Ach, das ist so gemein einfach. Los jetzt! So, zweites. Und dann können wir es hier erstmal chillen. Und erstmal einfach nur abwarten. Ja, diese Leitungen sind echt gemein. Vor allem, wenn du unter Beschuss bist, diese ewig lange, also gefühlt, ja, die ist nicht lang, aber gefühlt, unendlich lange Animation, wo du nichts machen kannst, die auch nicht abbrechbar ist. Und dann backt er noch rum und schickt dich nochmal runter und dann wieder hoch. So gemein. Die Treppen sind viel besser, ja. Coin2Coin, Dankeschön für 13 Monate auf der Stufe 1. So, wir können mal hier ein bisschen rumschauen währenddessen.
ein paar NPCs wegschnetzeln können. Gibt ja auch extra Kohle, ne? Gibt hier alles Geld. Und wir können genug Geld, also wir können gar nicht genug Geld haben hier. Wobei teilweise triggert der nicht, ne? Also teilweise müsste es eigentlich Geld geben, aber es gibt nichts. Gibt eigentlich 500 pro Gegner, den wir töten. Und die haben ja alle Crime, das sind ja alles Ninetales. Aber sehr gut, also da haben wir direkt hier erstmal, wenn es jetzt hier durchläuft, aber ein schönes, größeres Startgeld. Im Auge behalten, alles noch aktiv, jawohl. Ich will auch gar nicht alle NPCs töten, weil wenn jetzt hier ein Spieler kommt, von der Seite, dann sollte er erstmal sich mit den NPCs rumschlagen. Das finde ich sogar ganz praktisch. So. Das Vierfach-Scope, das war drauf auf der P4. Ich habe die P4 nur angelegt vorhin. Das war direkt drauf. Kann man aber auch kaufen. Jetzt ist das angefangen, wenn du jetzt ein Spieler wärst, der gerne mit einer Waffe unterwegs wäre, also der alternative Start. Ich bin doch aber mit einer Waffe unterwegs, oder? Ach so, ohne Waffe. Das ist eine gute Frage. Also ohne Waffe starten finde ich nicht sinnvoll, weil du hast überall Gegner. Aber du kannst auch im Zweifel ohne Waffe rumrennen und wenn ein Gegner kommt, dann hinrennen und dann mittlere Maustaste, dann fällt er um. Das geht auch. Dachte, 4 Marker nur gelootet werden. Ja, kann man looten, es ist ja egal. Du kannst aber auch, also du kannst auch ein Zweifaches nehmen. Ich brauche jetzt nicht zwingend Vierfach. Ich weiß nicht, wo das her ist. Ich habe nur die Waffe angelegt, die habe ich nicht gemacht. Kaufen kann man das nicht. Weiß nicht, wo das her ist. So. Hoffentlich klappt das jetzt hier. 30.000 Tacken haben wir schon mal. Also noch nicht safe, aber relativ safe, hoffe ich. Mal schauen. Dankeschön, Kardinal, für den 35. Monat mit Prime. Wir altern gemeinsam. Genau. Gemeinsam altert man eh am besten. Was ist wohl vom Adventskalender oder Referral? Ja, wie gesagt, irgendwoher muss es sein. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber ich sag mal so, viele Spieler, die neu einsteigen, haben diese Sachen ja auch. Ja, wenn die... Oh, hier 30.000. Das andere läuft noch. Sehr gut. Viele haben das ja auch so, weil sie eben auch einen Kalender mitnehmen und irgendwelche Gratis-Sachen auf der Website mitnehmen und so weiter. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Das hier ist keine Quest, das ist Ghost Hollow, genau. Du bekommst halt hier 300.000 Alpha UEC plus bisschen Bonus, was echt stark ist für den kurzen Zeitaufwand. Ich hab's mir halt aufgeschrieben und dachte mir, komm, ich versuch's einfach mal auf gut Glück. Manchmal geht's halt nicht. Wenn hier andere Spieler sind, dann lohnt sich's nicht, das zu machen. Aber ich habe geguckt und es war keiner da. Und ich muss noch einen Zweier-Crime bezahlen, das kostet mich gleich was, aber so ist erstmal ganz nett. So, und jetzt kann ich hier schon das Geld auszahlen lassen, wenn es jetzt irgendwie hier Stress gibt. Mache ich jetzt aber nicht, ich lasse es durchlaufen. Das ist keine Mission, die hat keinen Namen. Also du kannst im Personal Tab mal schauen, da gibt es eine Quest, die heißt Money from Nothing. Das ist quasi die Quest, die hierher führt. Aber das hier selber ist keine Quest. Genau, das heißt, die Location heißt Ghost Hollow. Die ist auf Microtech zu finden und dort ist eben dieses Reclaimer-Wrack besetzt von NPCs und das sind diese Geldautomaten. Und da musst du halt einfach dich quasi reinhacken. Das ist quasi illegal hier auch, ne? Das ist also quasi böser Content, in Anführungsstrichen. Aber bringt halt schnell Geld. Und ja. Wenn du beide Displays anmachst, hast du eine Extraktionsrate von 100%. Dann ticken die beide mit doppelter Geschwindigkeit. Und jedes Display bringt 150.000 Startgeld. Also 150.000 Geld. Was gerade am Start wirklich nice ist.
achte immer, das geht nur, wenn die Comms aus sind. Ist auch so, aber da die Com-Arrays verbuggt sind, hat sich Siergivo entschieden, das hier zu deaktivieren, diese Bedingung, weil die Com-Arrays sind ja kaputt. Ja. Da würde das ja gar nicht mehr funktionieren. Das ist also wahrscheinlich ein Workaround von CRG aktuell. Weiß irgendwie, wie ich die Artimax-Rüstung der Hörstenwache bekomme? Ja, du musst böse Bunker-Quests machen. Da gibt es dann die Kommandanten, die haben diese Rüstungen. Und die kannst du dann einfach looten. So. Zum Glück ist das andere Display nicht kaputt. Also ticken beide hier wunderbar durch. Die ticken auch dann immer schneller. Also das wird immer krasser. Nach oben hin. Also am längsten dauert so die erste Hälfte, also bis hier ungefähr. Und da ist es gerne richtig schnell. Dann geht das zack, 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 zack. Genau, du kannst die Quest ab 5, also die Extraktion hier ab 50.000 Alpha UC abbrechen und das Geld mitnehmen. Mache ich aber nicht, will ja alles haben. Und immer schön die Ohren spitzen. Falls irgendwer draußen herkommt, könnte es ein Spieler sein, der euch ärgert. Aber erfahrungsgemäß ist es so, wenn jetzt ein Spieler kommen würde, könnte er mich kaum noch abhalten, weil er müsste ja erstmal landen, aussteigen, ein paar NPCs töten, mich finden, das dauert eine Weile. Also das Display habe ich relativ safe. Relativ safe. So, 30.000. Aber schön, dass das andere offenbar nicht abschmiert bisher. Das ist immer Glückssache. Dankeschön, Karpok, für ein Follow. So, jetzt können wir es gleich auszahlen lassen. Ihr seht, es geht wirklich wahnsinnig schnell hinten raus. Neun und auszahlen. Jetzt warten wir hier. Der Balken füllt sich jetzt von selbst. Und das gleiche machen wir nochmal drüben dann gleich. Das ist Auto, das müsste schon durch sein. Und dann haben wir doppelt 150.000. Dankeschön, Eco, für ein Follow. Auf jeden Fall ein cleverer Schachzug für den Auftakt. Ja, das war so der Plan, ne? Und ich sag mal, wenn es klappt, hast du 300.000. Das reicht, um dir ein Schiff zu leihen und ein bisschen zu traden zum Beispiel. Oder andere Dinge zu machen. Wir gucken mal. Du bist absoluter Neuling und weißt nichts von dieser Möglichkeit, Geld zu bekommen. Ergo, wie bist du als Neuling an dieses Wissen geraten? Indem ich zum Beispiel das Video geschaut habe von Knebel, wie man am besten in Star Citizen Geld verdient und einsteigt und was man so für Möglichkeiten hat. Das ist in dem Video auch drin. Als Geldmöglichkeit. Habe ich mit erwähnt. Genau, doppelt ihr richtig. Das ist mein zweiter Account. Für die Challenge heute nehme ich den. Ja, wenn es nicht klappt, der gute Zweier-Crime, den hast du nicht zwingend. Das war jetzt meine eigene Dummheit. Aber ja. Wenn es nicht klappt, hast du nicht viel verloren. Es hat halt finanziell. Das Schöne ist, diese Sache hat finanziell kein Risiko. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du stirbst und verlierst dein Equipment. Das ist ein bisschen doof, aber du kannst eh überall die NPCs looten, also ist nicht tragisch. Von daher ist das sehr zu empfehlen, gerade für Neulinge, um so ein bisschen das Startgeld aufzuplustern. So. Und erst 150.000 haben wir. Kurz mal schauen, ob hier alles safe ist. Sieht gut aus. Jawohl. Jetzt gehen wir hier runter. Autsch. Dann hier rüber. Wenn ich jetzt lame wäre, dann könnte ich jetzt hier das Ganze alle 20 Minuten machen. Also ich könnte jetzt hier theoretisch das AFK gehen und könnte alle 20 Minuten diesen Vorgang wiederholen. Würde jedes Mal das Geld bringen, wenn mich keiner dabei stört, zumindest. Mache ich aber jetzt nicht. Ich habe ja versprochen, ich werde hier nichts exploiten und ich werde auch nicht irgendwie langweilig dasselbe die ganze Zeit machen. Ich will schon Abwechslung haben, ich will schon ordentlich das Spiel spielen. Aber es würde theoretisch gehen. So, abgeschlossen.
Geld auszahlen. Und noch die nächsten 150.000. Badlocken weiß ich nicht. Müsste gehen. Aber brauchst du ja gar nicht. 20 Minuten, das ist ja schnell gemacht. Also das rechte Display läuft schon, der Kuh dann gerade durch. Hier auch gleich. Ja, also das ist ja relativ easy. Gehst du kurz ins Schiff, machst eine Bounty-Mission, kommst wieder her. Wichtig ist halt, dass kein anderer Spieler jetzt vorbeikommt und dich hier stört. Wenn das passiert, dann ist es für dich verloren. Dann lohnt sich's halt nicht aus. Du kannst ihn töten. Naja, als Neuling eher schwierig. Aber theoretisch, ja. So. Erstmal einen Kaffee. Lecker. Schöner, herrlicher, leckerer Kaffee. Mal kurz, was ihr in das Reddit reingeschrieben habt. Liegt aus dem Paladergarten. Oh, ich höre was. Habt ihr es gerade gehört? Klang wie eine Granate. Aber selbst wenn ich jetzt sterbe, hat es sich trotzdem gelohnt. Komm, Display. Er hat fertig. Irgendwas habe ich gerade gehört. Da müsste passen. Jetzt? Ja, da ist mein Geld. Ich hier wieder runter. Ja. Sehr gut. 65 degrees. Last time I was down on my knees. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?